alle Unentwegten begrüßen. Das ist ja wirklich ein sehr harter Termin, Gerhard. Ich musste ganz offiziell leicht schelten dafür. Gell? Ich würde sonst ganz woanders sitzen heute. Gell? Aber du hast mir doch überzeugen können, dass es wichtigere Termine im Leben gibt als Fußball. Ich darf alle recht herzlich begrüßen, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Martin Heidt hat mir ja schon vorgestellt. Meine Funktion ist die Stützpunktleitung am NEF, mittlerweile NEF, früher, vormals, also bis Ende März, NRW-System Wagner. Ich selbst bin Anästhesist, bin Intensivmediziner, Allgemeinmediziner und bin schon seit 1997, seit Beginn meiner Ausbildung in Wagner, habe die Klinikrotation durchlaufen, also war auf der Thoraxchirurgie, Kinderklinik und kenne die Grazer Verhältnisse auch sehr gut und habe mich dann zunehmend auch der Notfallmedizin gewidmet. Zu meiner großen Freude habe ich heute meinen Kollegen, Bezirksrettungskommandant Steinwender Klaus, dazu bewegen können, dass er mich unterstützt bei meinem Vortrag, so werden wir das in einer Art Doppelkonferenz auf einem Standplatz machen. So irgendwie haben wir uns das vorgestellt. Das Notarztsystem Leibniz gibt es im Prinzip, oder Leibniz-Wagner. Wagner kennt unglücklicherweise ja fast niemand außerhalb der Steiermark, deshalb ist immer ganz gut, wenn Leibniz dabei steht. Besteht wie fast alle Notarztsysteme eigentlich seit 1993. Aufgebaut wurde es damals vom Primarius Winkler, Günther, die Älteren von uns kennen ihn, und Alvara Michel, der heute noch bei uns Oberarzt auf der Anästhesie ist. Wie kommen wir denn zum nächsten Bild jetzt? Genau. 1993 wurde der erste Notarztwagen in Betrieb genommen. Gegenüber den heutigen Verhältnissen schaut es natürlich relativ klobig aus. Allerdings hat es immer gut funktioniert. Der Bezirk Leibniz hat sich primär immer für ein NRW-System entschieden und nicht für ein NEF-System, weil wir einfach gewisse Vorteile gesehen haben, die sich in den Jahren, muss man sagen, zunehmend verfestigt haben. Es ist ja dann mehr oder weniger politischer Wille in der Steiermark gewesen oder auch standespolitischer Wille in der Steiermark, dass mittlerweile alle Systeme auf ein NEF-System umgestellt werden. Und wir sind eigentlich begeisterte NRW-Aktivisten gewesen und haben dann heuer auf ein NEF-System umgestellt. Zu Beginn, wie praktisch bei allen Stützpunkten, hat es eigentlich keine richtigen Notärzte gegeben. Das ist alles im Entstehen gewesen. Anfänglich wurde auch nur in der Regelarbeitszeit, in der Regeldienstzeit das System besetzt und erst so circa ein Jahr später, ab 94, war es rund um die Uhr besetzt. Das Spektrum der Ärzte hat sich eigentlich nicht wirklich viel geändert. Das waren Allgemeinmediziner, die uns primär schon unterstützt haben, sind auch heute noch zum Beispiel. Dr. Siegmund, der ja der letzte Vorsitzende war aus Gamlitz, ist begeisterter NRW-Arzt und unterstützt uns auch heute noch. Und die andere Riege setzt sich als Internisten, Anästhesisten und Chirurgen zusammen, wie eigentlich in jedem anderen System. Es war seinerzeit, ich kann das nur als Erzählungen wiedergeben, ich selbst bin 97 in Anästhesie gestiegen, sehr, sehr schwierig, überhaupt Dienste zu rekrutieren. Und es war ein gehöriger politischer Wille notwendig, dass das überhaupt in den ganzen Steiermark dann flächendeckend umgesetzt wurde. 1994 bis 2015 haben wir etwas moderner wirkende Notarztwagen gehabt, im Prinzip waren es meistens Mercedes-Autos, Mercedes-Sprinters. Und wir haben uns dann doch entschlossen, zwischendurch die Autos zu ändern, indem sie uns meistens abgebrannt sind. Warum das ist, weiß ich nicht. Einmal war ich selbst drinnen, einmal habe ich nur so quasi das Bild gesehen aus der Luft. Das untere Bild, wo der dicke schwarze Rauch in der Luft aufsteigt, ist auf der Autobahnabfahrt, glaube ich, bei Werndorf passiert. Damals wurde dann der Christopher aus 12 zu Hilfe geholt, weil doch ein Patient drinnen war, der glücklicherweise rechtzeitig rausgekommen ist. Es ist ja niemandem was passiert, aber leider Gottes hat uns dieses Schicksal zweimal getroffen und uns sind beides Mal die NRWs komplett ausgebrannt. 2016 war dann praktisch die Herausforderung der Systemumstellung. Wir haben jetzt eben auch das NEF-System. Wir selber, eigentlich muss ich sagen, die Ärzteriege ist nicht wirklich glücklich darüber. Wir haben uns prinzipiell im vorherrschenden Willen mal gebeugt und probieren das jetzt. Es ist natürlich ein völlig anderes System, das brauche ich da nicht näher erklären. Wir waren teilweise verwöhnt von einer extrem gut eingespielten Stammmannschaft am NRW. Fahrer inklusive Sanitäter. Wir haben natürlich den Patienten sofort ins Trockene bringen können und. Man ist wahrscheinlich jetzt eher ein bisschen früher beim Intubieren, weil draußen ist es manchmal leichter als wie im RTW. Aber wie gesagt, die Vor- und die Nachteile ist relativ müßig jetzt zu diskutieren. Das ist mehr oder weniger momentan gelebte Praxis. Wir haben umgestellt. Es hat sich auch niemand wirklich absolut geweigert und gewehrt, dass man nur mal in den Dienst geht und sagt, es ist alles ein völliger Blödsinn, es ist völlig sinnlos, wozu tun wir uns das an, es war früher alles besser. Es muss schon sagen, es haben sich eigentlich schon die Notärztinnen und Sanitäterinnen und Sanitäter wirklich eingelassen auf das System und muss sie zu Recht behaupten, bis jetzt mit großem Erfolg, also man hat eigentlich noch nicht wirklich große Unbilden gehört. Und ich kann mir zumindest bis jetzt an keinen Einsatz erinnern, wo man sagen könnte, wir haben ja erst seit 3 Monaten umgestellt,
da hätte man jetzt wirklich einen Notarztwagen gebraucht. Das Lustige war nur, zu Beginn ist es doch mal vorkommen, dass die Leitstelle vergessen hat, den RTW dazu zu disponieren, weil sie einfach gewohnt waren, seit 1993 fährt der Notarztwagen aus. Und wenn der Notarztwagen ausfährt, ist alles benannt. Und dann sind halt die Kollegin und der Kollege draußen gestanden und haben halt auf den Rettungswagen gewartet. Das sind ein paar technische Daten. Schaut so recht schön aus eigentlich, fährt er gut. Und ich darf einmal kurz an den Klaus übergeben für ein paar Equipment-Daten. Prinzipiell muss man sagen, bei unserem System, wir haben viele Diskussionen gehabt. Wie ist es mit der Besetzung? Gerhard, du kennst es, alle kennen das, da die aktiv in der Notfallszene verhaftet sind. Patrias. Ja, also Personal zu lukrieren. Wir in Wagner-Leibniz haben eigentlich das große Glück, dass wir über Jahre hinweg sehr leicht Kolleginnen und Kollegen begeistern haben können, in die Notfallmedizin einzusteigen. Vielleicht rührt das auch daran, dass bei uns im Haus, es sind natürlich viele ehemalige Turnusärzte und Turnusärztinnen, die dann irgendwo aus dem System hervorgegangen sind, dann die Assistenzarztausbildung begonnen haben, ob auf der Anästhesie oder auf der internen, dass wir die damals schon haben begeistern können und vielleicht einfach versucht haben, ihre Fragen bezüglich des Notfallsystems zu beantworten und sie nicht irgendwie abzuwimmeln und zu sagen, ja, was interessiert euch das, das geht euch ja nichts an, da habt ihr keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, an unserem Stützpunkt haben wir Gott sei Dank keine Personalprobleme gehabt. Im Gegenteil, wir waren und wir sind so gut aufgestellt, dass wir eigentlich die letzten Monate und ein, zwei Jahre immer wieder so quasi die Möglichkeit gehabt haben, Kolleginnen und Kollegen so unter Anführungszeichen zu verleihen, dass die an anderen Stützpunkten Dienst machen. Es ist momentan mit unserem System eine intensivere Kooperation mit Bad Radkersburg, weil dieser Verbund LKH Wagner Radkersburg dann ab 1.1.2017 schlagend wird. Das ist eine schlechte Akustik, gell? Irgendwie. Jetzt geht's besser? Dass die interagiert. Okay. Wir haben halt natürlich den Vorteil, dass wir ein Stützpunkt sein, der nicht allzu weit von Graz weg ist und natürlich nicht extrem in der Peripherie ist. Da geht es dir natürlich ein bisschen schwerer aus mit Vorrau, beziehungsweise Radkersburg ist teilweise auch schwerer. Aber insgesamt muss ich sagen, sind wir gut aufgestellt. Die Mischung zwischen Herren und Damen ist recht gut und es sind im Prinzip alle beteiligten Fachspezifikationen vertreten. In Klaus wäre jetzt bitten, ein paar so quasi technische Details der Ausrüstung zu sagen. Wir haben früher das Koffersystem favorisiert. Wir haben früher ganz gerne das Koffersystem favorisiert, die sind uns aber mittlerweile zu schwer geworden und so sind wir auf ein Tragetaschen- und Rucksacksystem umgestiegen. Manche bösen Zungen behaupten, weil auch die gewisse Notärzte ein bisschen älter werden, machen sie sich ein bisschen leichter und es ist halt leichter zu schultern als zu tragen. Aber insgesamt muss ich wirklich sagen, so wirkliche Vor- und Nachteile kann ich nicht erkennen. Der Vorteil von diesen Rucksack- und Taschensystemen, die man gut schultern kann, ist einfach das, wenn man in die Botanik reingehen muss. Wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet, wir sind oft in Wald und Wiese unterwegs, aber allerdings nie am Berg. Und dort tun sie natürlich mit diesem Equipment, wie wir das zusammengestellt haben, dann relativ leicht. Ich darf dann nochmal kurz an meinen Kollegen Klaus Steinbrenner, Bezirksrettungskommandant in Leibniz, übergeben, der kurz die Ausrüstung vorstellt. Danke sehr. Ich möchte noch kurz zurück auf das eine Bild mit den Fahrzeugen kommen. Wie Sie sehen, unser Notarztwagen ist eigentlich noch gut im Schuss. Das Fahrzeug ist 5,5 Jahre alt und wir haben uns trotzdem entschieden, auf ein NEF-System umzustellen, obwohl wir noch sicher gute 2 Jahre mit dem Fahrzeug unterwegs sein hätten können. Wir wollten aber, nachdem das Schicksal uns ja schon 2-mal ereilt hat, und wir mit Feuer in Kontakt gekommen sind,
dieses Mal trotzdem einen Übergang auch geplant umsetzen und in dem Fall eben auf das NEF-System mit einer Vorlaufzeit uns darauf vorbereiten und haben das Fahrzeug, das bei uns noch immer zum Verkauf steht, also falls es unter Ihnen jemand gibt, der gerne einen Notarztwagen kaufen möchte, ich kann ihn empfehlen, er geht sehr gut und der ist auch sehr gut noch beieinander. Die Umstellungsphase auf das neue System, also auf das neue NEF-System, wir haben dieses Fahrzeug noch nicht, wir warten noch darauf, das wird jetzt in Tulln ausgebaut und wir haben uns überlegt, wie wir am besten das ganze Material aus dem kompakten NRW in das kleine NEF hineinbringen und wie wir es auch noch tragen können, weil wir sind jetzt nur mehr zu zweit. Zudem, was das Material betrifft, waren da noch einige Probleme mit dem Dienstplan, die wir uns anschauen haben müssen. Wir haben eine riesige Gruppe an Personen gehabt, die auch alle weiterhin im Notarztrettungsdienst tätig sein wollen. Auch das war etwas, auf das wir uns einstellen haben müssen. Was haben wir mit der Ausrüstung gemacht? Wir haben uns mehrmals schon Systeme angeschaut. Also wir haben den Koffer, wir haben initial Koffer gehabt, haben dann umgestellt auf ein Rucksacksystem, waren mit dem Rucksacksystem auch nicht ganz glücklich. Das waren uns zu viele Taschen in den Taschen, deswegen haben wir uns überlegt, wir kaufen uns gleich eine Tasche, dann brauchen wir nicht so viele Taschen und sind jetzt auf ein System gekommen, dass wir sagen, wir verwenden diese Pax Oldenburg Taschen, die brauchen relativ wenig Grundfläche, die können in einem Rettungswagen gut abgestellt werden und sind von oben gut zugänglich, also man braucht sie nicht aufmachen. Was haben wir mit und wie teilen wir es auf? 80% oder zwei Drittel unserer Einsätze sind wahrscheinlich mit einem Venenzugang und einer kristallinen Lösung erledigt. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine basismedizinische Versorgung. Wir wollen eine kleine Diagnostik drinnen führen, ein kleines Ambularium, das wir rausnehmen und mitnehmen können. Ein bisschen Verbandstoffe, Venenzugang und damit sind wir fertig. Und so fahren wir eigentlich täglich aus. Ist es dann aber so, dass wir eben als erstes vor Ort eintreffen und wir haben eine unklare Situation, wir haben noch keine Rückmeldung über den Patienten, dann nehmen wir die zweite Tasche mit, die wird dann von uns vom Notfallsanitäter getragen. Da wird eben die Intubation mitgetragen und auch der zweite und dritte Atemweg. Wir haben für Kinder eine eigene Kindernotfalltasche, die hat uns einfach nur optisch gut gefallen, weil sie gelb ist, deswegen haben wir sie gekauft. Wir haben uns entschlossen, die Beatmung zu trennen von der Sauerstoffversorgung. Vielleicht hat der eine oder andere kennt den Oxylog 3000 mit dem Tragesystem und den Sauerstoffflaschen. Das war für uns sehr klobig. Es gibt eine Variante mit einer Tasche und mit einem Oxybag. Im Oxybag drinnen hat man eine 2 Liter Sauerstoffflasche mit einem Druckminderer. Damit kann man den Oxylog gut versorgen. Man kann es extra tragen, man kann es auch besser befestigen und es ist dadurch auch leichter geworden. Ich glaube, dass diese Lösung keine schlechte ist. Wir haben dann noch Trauma und Verbrennung in einem Rucksack. Wir denken, dass wir, wenn wir ins Gelände gehen, vielleicht im Fall eines Traumaeinsatzes dann den Rucksack gut schultern können. Wir haben eine Tasche in der einen Hand und wir haben noch ein EKG in der anderen Hand. Also es lässt sich so zu zweit gut das Material auch tragen. Wir haben uns auch überlegt, was machen wir mit dem Reserveinventar? Geben wir das in eine Lade oder in eine Schütte? Wann räumen wir das nach? Wir sind ja dann nur mehr, oder der Notfallsanitäter ist dann alleine an Bord. Habe ich einen Folgeeinsatz, habe ich keine Zeit zum Nachräumen, dann brauche ich auch kein Material in einer Reservelade. Das heißt, ich möchte einfach ein zweites System haben, das gut passt. In dem Fall haben wir uns ein zweites Ambularium gekauft, das etwas größer ist, einfach gewachsen aus den Medikamenten, die wir vorher auch schon im Fahrzeug gehabt haben. Die haben wir 1:1 übernommen und aus einer zweiten Tasche. Und die Tasche ist ähnlich aufgebaut wie die beiden Taschen, also die blaue und die rote zusammen, mit Intubation, Venenzugang, Standard-Equipment, ja. Zusätzlich im Fahrzeug bleiben noch die persönliche Schutzausrüstung, die Helme, das Set für den Großunfall, die Sichtungstaschen, Kett und Bergetuch. Bergetuch war ein streitiger Punkt, braucht das NEF ein Bergetuch oder braucht es nicht? Wir waren uns nicht sicher, ob wir auch immer gleich einen RTW parat haben und sind der Annahme, dass wir mit dem Patienten das hat mittlerweile auch schon Rettungstuch, dass wir den Patienten zumindest mit einem Rettungstuch auf die Straße zurücktragen möchten, wenn wir denn alleine vor Ort sind. Bis jetzt ist es noch nicht gebraucht worden. Wärme, Kühlbox, Quicktrach, Antidot und Geburt befindet sich ausschließlich im Fahrzeug. Systemumstellung, wir haben einen relativ großen Pool an Mitarbeitern gehabt. Wir haben ja nicht nur Notfallsanitäter am NRW gehabt.
Es war so, dass ein Notfallsanitäter dabei war, ein zweiter Rettungssanitäter war dabei, der hat bei uns eine interne Aufschulung nach einem Einschulungsprotokoll machen müssen. Das heißt, mit der Umstellungsphase haben wir einen unheimlich großen Pool an Mitarbeitern gehabt, die im Notarztrettungsdienst waren und die wollten natürlich auch weiterfahren. Das heißt, wir haben momentan 25 Notärzte, die bei uns Dienst versehen. Wir haben 25 Notfallsanitäter, die in einem Turnusdienst, also die haben eine Dienstverpflichtung von 2 eingeteilten Diensten im Monat fahren. Wir haben derzeit 4 Rettungssanitäter von den 22 schon in einer Notfallsanitäterausbildung und 22 warten jetzt noch auf einen Platz, damit wir sie weiter ausbilden können. Also der Pool an Interessenten im Notarztrettungsdienst ist ja auf Seiten der Sanitäter wie auch auf den Ärzten sehr groß. Ich glaube, zu den Einsatzzahlen nur ganz kurz. Ich glaube, wir liegen im Durchschnitt in der Steiermark. Wir haben ungefähr 2,8 Einsätze in 24 Stunden, das ist überschaubar. Mit den Primär- und mit den Sekundäreinsätzen. Es ist nicht so, dass wir sehr viele Sekundäreinsätze fahren. Wir fahren ja wirklich nur mehr die zeitkritischen Sekundäreinsätze. Das hat sich bei uns schon deutlich verändert. Ich kenne Zeiten, wo unser Notarztrettungssystem sehr viel sekundär unterwegs war. Eine kurze Aufschlüsselung, welche Unfälle und welche akuten Erkrankungen wir transportieren. Ich glaube, das ist einfach auch der Schnitt in der ganzen Steiermark. Was versorgen wir? Wir haben ungefähr 78.000 Menschen bei uns im Bezirk. Wir haben mehrere Ortsstellen. Es sind nicht alle Ortsstellen immer 24 Stunden besetzt. Im Tagdienstbetrieb sind alle dieser Punkte besetzt. Im Nacht- und Wochenenddienstbetrieb wird eine der beiden Ortsstellen im Norden und eine der beiden Dienststellen im Süden, das wäre Anfers-Leutschach bzw. Heiligenkreuz oder Wildon besetzt. Wir fahren grundsätzlich mit 4 Fahrzeugen, mit 4 Rettungsmitteln, plus einem Notarztwagen in der Nacht, plus einem NEF in der Nacht und am Tag niemals unter 5 RTWs. Damit finden wir unser Auslangen. Das war natürlich anders zuvor. Wir haben in der Umstellungsphase nicht mit Fahrzeugen gerechnet, sondern wir haben in Krankentragen gerechnet. Krankentragen heißt, wir haben früher ein Notarztsystem gehabt. Notarztsystem war eine Krankentrage, da war es 4 plus 1 und jetzt ist es dann doch 5 RTWs. Also wir haben immer fix 5 Krankentragen im Dienst. Danke sehr. Gibt es Fragen? Ich glaube, das Notarztsystem muss man nicht neu erfinden. Es gibt vielleicht ein paar lokalspezifische Besonderheiten, aber im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich relativ ähnlich in den Bezirken. Wobei man natürlich sagen muss, die Bezirke überlappen sich und die Kooperation mit Feuerwehr, Bergrettung bei uns natürlich nicht, aber vor allem Christophorus 12, der uns natürlich bedient, findet natürlich immer wieder statt, so wie in anderen Bezirken. Gibt es irgendwelche Fragen, zufälligerweise? Dann sagen wir herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wünschen euch einen schönen weiteren Fortbildungsabend. Dankeschön.